630 Meilen nach Los Angeles. Schön gemacht. Mit Brücken und so weiter gefällt mir. Gut geworden, gut gemacht. Bisschen länger noch die Kurve, aber gut. Ich muss ja nur wieder auf den Interstate kommen. Und gut, Gas geben wird schwierig, mal 34.000 Pfund hinten drauf. Dass wir nach Los Angeles kommen, dann kann man nicht gucken, wie teuer das Upgrade wirklich ist. Aber wie viel wir wirklich brauchen. So, die Interstate Richtung Westen nach Flagstaff. Wenn wir rechts abbiegen wollen. Warum der Cascade hier so gelb-bläulich geleuchtet hat beim letzten Mal. Auch beim letzten Mal. Wahrscheinlich kann man da irgendwas im Interior machen. Warten wir mal, bis wir bei der nächsten Liegestation sind, ob wir da rausgekommen sind oder nicht. Wahrscheinlich wird es dann weggehen. Hoffe ich mal. Weil langsam scheint es ja doch schon ein bisschen dezent. So, Arizona, wir sind da. Schlafen müssen wir nicht, hacken ebenso nicht und auch nicht. Aufs Toilette. Wir sind wieder in Arizona. Bei der Liegestation müssen wir wahrscheinlich diesmal wieder nicht rein. Zumindest scheint es mir so. Ist dann wohl so. Ja, dann könnte es mal weggehen. Wir werden sehen. Außerdem wird die Kappen ein bisschen mit dem erstmal raus. Baustelle. Haben wir Glück oder haben wir Pech? Ja, ebenso ist hier Glück. Das einzige Pech, was wir haben, dass wir jetzt runtergebracht haben, wird auf 35. Das ist 55.
aber noch weit drunter. Ein bisschen anstrengend, dass wir so langsam sind. Weil wir jetzt wieder so eine Schragustour nehmen, ich mal. Das kriegen wir in einem durch. Und müssen uns nicht hinlegen. Und schlafen. Haben wir 70% von den 200.000 schon erreicht. 70%, das heißt, uns fehlen nur noch 60.000. Was so ungefähr zwei Touren sind. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach dieser Tour eben kurz mir was zu trinken machen. Und wir werden dann die restlichen Touren wieder weitermachen. Weil jetzt bei Touren. Schön pedal to the metal, bis wir dann in Sunny Cali sind und dann in Sunshine State, California und wir dann nur noch mit 55 miles per hour fahren. Schauen wir mal, ob vor 10 Uhr da sind. Könnte gar nicht mehr kommen. Und wenn ich hier saß, kann halt, warten wir nächste Woche ab. -9 Grad Tiefstemperatur.
Aber ist halt schon so eine, wie soll ich sagen, eine frische Kälte, ne? So eine trockene Kälte. Und so eine feuchte. Also ein Schiff fest, morgen muss ich alle 2 Stunden mir irgendwie ein Cappuccino reindrücken. Also das wird man morgen, werde ich morgen nicht anders überleben, diese langen, elendlangen Touren. Also das sind ja 2 Folgen, 2 Stunden oder so, wird es ja so werden oder so. Na, das wird morgen hardcore. Kalt ist ja nicht draußen gerade. -2 oder so. Was, eine Wiener Melange? Oder eine Wiener Melange oder was hast du? Was? Was ist das denn? So eine Wurst oder was? Das Öhmchen wird morgen besucht. Ja, ich werde sowieso frieren. So bei euch drin, ist es so arschkalt oder was? Melange? Was ist denn eine Wiener Melange? Ist das so eine Perücke, die auch die Amis aufhatten da früher? George Washington und so? Das ist eine Delikatesse. Du warst aber draußen gestern Abend, heute Nacht auch. Was? Ja, ist ja auch kalt gewesen. Da war ja minus 6 Grad waren es ja gestern. Also Tiefstemperatur war ja minus 6 Grad. Wahrscheinlich, als du los warst, waren es wahrscheinlich minus 3 Grad. Was mehr aller sonst? Aromatisiertes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee. Eieieiei. Ach so. Ah, sag das doch. Wo soll ich denn wissen, was eine Wiener Melange ist? Ich kenne Wiener Würstchen und das reicht. Da vorne ist Historic Route 66. Geil, da kann man auch lang. Nice. Also den Cappuccino mache ich mir gleich, bevor ich dann die letzten 60.000 einfahre. Boah, jetzt wird man wieder 75 fahren. Kommen wir doch eh nicht hin. Ich muss gleich nochmal gucken. Nachdem ich geguckt habe. Oh, ich muss mich daran erinnern, dass ich gleich gucke, wie viel das Upgrade für die Garage nochmal kostet. Dann muss ich nochmal zur Werkstatt und gucken, wie viel Getriebe und also 15 Gang Getriebe mit Retarder und das fällt, ich glaube, der 600 PS Motor, wie viel die beiden zusammen kosten und dann ab dafür, würde ich sagen. Dann weiß ich schon mal, wie viel ich für
so gesehen, ne, das Ziel A oder das erste Ziel, was wir jetzt gerade anstreben, nämlich das Bremsen, damit wir nicht schon wieder 1300 Strafe bekommen. Weil die Cops uns so lieb haben und weil die Autofahrer nicht so scheiße fahren können und wir deswegen jetzt wieder mit 40 hinterher eiern, ey. Leck mich doch in der Marmel. Ist ja nicht so, dass wir mit unserem Cascadia, mit unserem, keine Ahnung, 82 PS Motor und 34 Pfund, vielleicht haben wir auch 340 PS, keine Ahnung, dass wir hier schwer zu ziehen haben, okay, von hier weg. Ist ja nicht so, ne? Warum ist der so viel Verkehr? Warum stehen die Amis um Viertel vor drei auf, um Viertel vor vier auf? Das ist falsch bei denen. Vielleicht brauchen wir sogar 250.000. Ja klar, 120.000 für ein Peterbilt oder Canvas. 100.000 vermutlich mal für das Upgrade der Garage. Sind wir bei 220.000, dann sollten wir vielleicht so 230.000 haben. Also dann wahrscheinlich danach noch drei Touren. Wenn alles glatt läuft und nicht so oft geblitzt werde und so ein Scheiß. Was wahrscheinlich eh nicht passieren wird. Also, was wahrscheinlich passieren wird, so. Das stelle ich schon mal fest. Was ist doch immer hier mit dem Sound vom Turbo gerade abgeht. So, hier ist sorry, Route 66 ist auf der rechten Seite. Abbremsen, Cops können jederzeit da sein, dankeschön. Die lauern an jeder Ecke. Und vor allem immer hinter uns, im toten Winkel. Da sind sie ganz geil. Aber auch nur, wenn sie das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und runter vom Gas, wir sind in Sunny State, um Sunshine State, Kalifornien. Und hallo, langsam mit 260 Meilen nach Los Angeles. Moment, wann ist denn jetzt die Umleitung hier, die Dings da, die Waageumleitung weg? Die Wiegeumleitung, hab ich mir gar nicht aufgefallen. Okay. Umso besser. Na, oder umso schlechter. Das heißt, wir können jetzt auch wieder rausgewogen werden.
Okay, 10% Verschleißerscheinung, die nehmen doch zu, dann können wir auch gleich nochmal Geld ausgeben. Jetzt gib doch einfach. Ach, gehen wir doch nicht auf den blöde KI. Wir haben hier wieder genötigt zu bremsen. Kaum sind wir in Kalifornien, dann geht es wieder bergauf und bergab. Oh, Flugzeug. Solange es kein UFO ist. Landet. Boah, ja, das Flugzeug landet. Irgendwo hinter den Bergen. Natürlich geht er wieder bergauf. Safe Call Cops hinter uns. Oder wahrscheinlich sind sie gerade nicht da, aber wenn wir dann wirklich mal nicht aufpassen, dann sind sie wieder hinter uns. Da haben wir so schon mal ein paar. Es geht wieder bergauf und bergab, ey. So, die Autos dürfen jetzt 70 fahren und wir dürfen weiter mit 50 fahren, auf 50 Miles per Hour. Aber die Autos fahren nicht mit 70 Miles per Hour. Ist auch viel schöner, die LKWs hier zu fahren. Kommt man ja auch ans Ziel und kann Sprit sparen, wenn man sich hinten ranhängt. Man muss nur dicht genug auffahren. Spart man Sprit und hat dafür größeres Risiko und lebt vielleicht nicht länger. Ja, überhol mich, ich will ja auch nicht überholen. Fahr schneller, komm, du darfst 70. Ich muss ich gleich wieder rauswenden. Könnten wir vielleicht ein Ersatzreibenrei raufgeschmuggelt haben, geschmuggelt haben. Der nicht in den Papieren steht. Sauber! Vielen Dank für die Kooperation, Ulfer. Dankeschön. Ich habe ja keine andere Wahl, das zu kooperieren. Ich habe ja keine 650 Dollar dafür in Sand zu werfen. Wenn ich nicht rauffahre auf die Waage.
Bonn, sondern in den anderen, aber. Er zieht bestimmt gleich wieder rein. Hoffentlich nicht vor unserer Nase. Okay, jetzt zieht aber auch schon ein bisschen ab. Aber jetzt kommen wir. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Okay, es geht bergauf. Nicht unsere Zeit. War dafür ein schönes Elefanten. Wir gewinnen! Ich schon oder habe ich noch nicht? Muss ich so gleich nochmal gucken. Habe ich noch nicht. Dann machen wir es mal. Da war ja schon bei 11%. Sogar mit Sonnenaufgang. Schon, ob wir den so gleich holen können, also den gelben, den wir schon geholt haben. Das reicht. Dann ja. Also. Dann können wir uns mal die Spielerei. Zeitlich dürfte es noch passen, wir sollten rechtzeitig ankommen. Also rechtzeitig von wegen, dass wir nicht über unserer Fahrzeit sind. Das sind ja noch 150 Meilen, 3 Stunden und schon 27, passt locker. Dann können wir wahrscheinlich sogar noch die anderen Sachen, die ich da vorne mache, die ich noch machen wollte, können wir wahrscheinlich sogar noch vorm Schlafen gehen machen. Weil wir so viel Puffer haben. Fahren wir hin. Plaster and Sons. Plaster and Sons. Okay, einpacken. Dauert auch noch ein bisschen. Haben trotzdem noch 2 Stunden Zeit. Ups. Moment, Plaster and Sons. War aber Plaster and Sons das? Wenn Plaster and Sons diese Baustelle war, dann wird das easy. Wenn Plaster and Sons, was ich eher glaube, ich glaube Plaster and Sons ist ja eher hier diese Baustellenfirma mit Garage und so weiter, also wird wahrscheinlich, kommt drauf an, wenn wir in eine Garage rein müssen, in eine Werkstatt rein müssen, dann auch locker flockig, ansonsten, wenn wir da hinten hin müssen, ans andere Ende so gesehen, hinter die Mauer, hinter das Haus. Uiuiuiui. Dann wird das sogar noch knapp. Mit der Zeit. Da werden wir wahrscheinlich eine Stunde. Da werden wir eine Stunde brauchen, so einfahren.
Auto bei Barstow. Auf irgendeiner Interstate. Was ist 40? Kann nicht sein. Werden wir nicht sehen. Der Strahl im blauen Himmel. Und natürlich scheint es dann auch im Sunny Sunshine State in Kalifornien. Aber war Sunny State Kalifornien? Oder fahren wir mit der Interstate 15 Richtung Los Angeles, Richtung Westen dürfte das sein. Aber auch immer die Sonne hier, ne? In Kalifornien. Selten, dass es regnet. Also passt es schon. Und es geht wieder bergauf. Durchgezogene Linie. Wen juckt's? Ist bestimmt doch was ein Spaß da. Weil man sich jetzt ja dann machen kann, und das wird mit der Motorbremse. Also mit dem niedrigen Gang, das gut abgebremst werden. Auf dem Weg runter. Ich muss eh hier hin. Oh Gott. Hallo Sohead, wer bist du denn? Ab und aus Angeles auf Titel. Verlassen jetzt das Set 40, das Set 10. Das Set 50 kann ja noch nie sein. War er schon.
das erzählen, Richtung Westen nach Los Angeles, wo wir hinwollen. Okay, dran denken. Werkstatt. Garage. Und dann Werkstatt. Und dann schlafen. Also erst Garage und dann Werkstatt. Weil bei der Werkstatt kann man ja schlafen. Taktisch clever. Ist aber auch schön, wenn so die Wolken, die doch schon in höherer Höhe sind, und hinter uns dann die Wolken, die dann doch schon ein bisschen turbulenter sind und ein bisschen tiefer hängen. So, nehmen wir den Exit bei der Barranca Street. Ich habe sogar noch zwei Plaster in Suns, wie ich gerade sehe. Opa! Hätte ich mal nicht geguckt. Da war ich zu sehr auf die Karte fixiert. Ja, Plaster in Suns gibt es noch ein zweites Mal. Diesmal auch ohne Rums. Weil da wundert mich ja schon gar nicht mehr, dass ich irgendwie immer traue oder geblitzt werde. Also diese Wochenende ist echt komisch. Dann ist es, glaube ich, der gute Plaster in Suns. Obwohl hier wäre es ja auch noch einigermaßen gut. Ja, der andere ist in Ordnung. Der ist auch easy. Dann gibt es ja fast schon, Moment, dann gibt es doch. Dann, oder war das andere was mit der Maschine? Oder Machinery? Scheint auch ein paar mehr gute zu geben. Oh ne, wir wollen nicht an den Tank raus, wir wollen hinter der Tank raus. Achso. Deine Modepflicht, was denn an? Aber selten anwesend. Hat schon voll. Die steht da aber häufiger anwesend, nur halt in letzter Zeit nicht. Und, ja. Aber sie muss auch lernen. Mit Katze. Ah ne, jetzt nachher Motor aus, wollte ich sowieso machen. Absatteln! Und dann haben wir auch nicht Gaschee.